Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wizen. Ja, wir sind hier immer noch im Banditenlager. Es ist, ja. Übrigens, Luis behauptet, dass Broga den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broga an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja. Ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Ja, schon, aber... Ich hab den doch besiegt. Was ist? Ist was? Das bringt mir nichts. Schleichen macht mich misstrauisch. Echt? Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist zu riskant. Verdammt. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Kann der was anderes sagen? Nein, okay. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich denke nicht, dass Luis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Ja, okay. Wegen Broga. Ich hörte, Broga will den Don ablösen. Ha, klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber was kann man dagegen tun? Jetzt nicht. Ich könnte ihn angreifen oder so, aber bringt mir ja nichts. Ricardo. Wuselige Ratten. Die wuseligen Ratten im Süden erledigen, okay. Frage ist, wo sind die wuseligen Ratten im Süden? Wen haben wir da? Danny! Lass dich nicht aufhalten. Haben wir hier schon beide Kisten durchgesucht? Da sind doch bestimmt irgendwo noch diese Bruchstücke für die Schwerter. Das sah so aus wie so ein typisches Grabeloch. Okay, die beiden haben wir schon. Gut, das zu wissen. So, also im Süden. Irgendwelche wuseligen Dinger im Süden. Dann laufe ich einfach mal durch den Sumpf. Komme mir ja nicht gerade gefährlich vor. Und so wuselige Ratten. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Aber wenn es echt nur Stachelratten sind, dann... Ja! Ja! Naja. Ja. Wäre das nicht das Problem? So, noch mehr. Ah, das ist so eine blöde Kampfarena, der hat den Höhenvorteil. Ja. 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 Ist hier sonst noch was? Oh, hier ist ein Heilkraut, ne? Ich glaube, das ist zu weit im Süden. Hätte ich ja fast nicht gesehen. Ein Nautilus. Ein ganz schwerer Gegner. Wen haben wir denn hier jetzt schon wieder? Hi. Warum alles Spanier? Du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Da, hinter dir, ein gefährlicher Wurm. Was? Ist hinter ihm nicht eine Wand? Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Tu das ja nie wieder. Ja. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden?
Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Ja, locker, locker, locker. Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Ach ja. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich ja nichts gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Mhm. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Ja. Entspann dich mal, Kollege. Du Thor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ja. Was für ein Geflüster, wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen, glaub mir. Aha. Ja. Ich hab hier etwas, zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen, wenn ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Na, vergiss es. Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus, alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Oh, Mann. Mach was anderes. Die sind doch alle hier ein bisschen bekloppt. Kann das sein? Es ist ja. Riecht schon mal nicht schlecht. Bitte. Mach ich gerne. Sind das hier die restlichen Biester? Ja. Einfach draufgehauen. Da ist ein Furon. Irgendwann muss ich das Fleisch ja schließlich auch mal essen. So. Mal gucken, ob so ein Wurm überhaupt... Rottwurm. Der ist gefährlich bestimmt, ne? Ach du meine Güte. Habe ich da überhaupt Chancen gegen? Na, das war ja jetzt nicht so gut. Dass der einen vergiftet, hätte ich ja nicht gedacht. Aber es sieht so aus, als könnte man ihn zumindest besiegen. Zumindest wirkte es so, als könnte man diese Giftattacke vorhersehen. Ja. Ja. Das ist dann bestimmt wahnsinnig toll.
Eieiei. Also, es ist ein sehr offensiver Kampf, den ich hier mache. Uiuiui, 100 Erfahrungspunkte. Das ist ja nicht schlecht. Noch mehr Ratten. Na toll. Wuselige Stachelratte, ah ja, die sind's. Ah ja. Also ich glaube, der Schild war echt eine der besten Investitionen, die ich je hatte. Das war das falsche Ding, was ich angegriffen habe. So viel zum Thema Ratten. So. Wuselige Ratten. Bist du das? Ich habe genügend eigene Sorgen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Die ist leer. Wo war denn der dann? Die Frage ist, wo ist dieser besoffene Typ? Die wuseligen Ratten. Banditen, Goldrausch, Audienz, die Jäger sollen wieder jagen gehen. Ja. Luis, wo ist Luis? Erstmal muss ich mir aber ein Fleisch braten. Lecker. Ja, wo der ist. Hawkins. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Ja, was fängt man gleich an zu zittern? Danny arbeitet wieder. Ja, gut. Hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja, nicht ganz. Danke. Nimm dies. Jo. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Don erspart. Jo, ist doch nett. Gib mir Arbeiterkleidung für 500? Du, aber so, nee. Warum sollte ich? Ist die Frage, warum sollte ich? Das ist ja nicht mal eine vernünftige Rüstung. Ah, Luis. Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Hier, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, dann eben 25, mehr hab ich sowieso nicht. Jetzt müssen die Viecher nur noch ausgenommen und das Fleisch ins Lager gebracht werden. Das machst du am besten selber. Ich bin zu besoffen. Du bist echt der Größte, weißt du das? Mhm. Ja. Was hat mir das jetzt gebracht? Eigentlich gar nichts. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ach ja, stimmt. Quake bringt mir nichts. Kann ich Broga? Ist was? Auch nicht. Sam, nein. Domingo? Auch nicht. Der Jagdtyp. Okay. Weiter sind hier Leute, die mich interessieren. Oh, ein Wasserfass. Duck. Ah. Lass uns handeln. Ah, ja, ich erinnere mich noch. Zähne, Hornmuschel. Joa. Joa, würde ich sagen, ne? Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Klar.
Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Okay, okay, okay. Komm schon. Ja. Ich hoffe, das ist nicht so ein Hinterhalt. So häufig. Ja, ja. Ja, ja. Ach, das ist nur ein gefährlicher Wurm. Ja. Der hält auch deutlich mehr aus, scheinbar. Und doch, man sieht den auch gar nicht. Ja. Du, ja, das ist wahr. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Noch was. Wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruhe mich aus. Ja, bleib du erstmal deinem Baum. Da, ich habe 1000 Gold. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja. Ich bin halt sparsam, ne? So, hier ist. Weiter geht's. Kraut. Lass uns weiter. Ja. Was haben wir denn? Grünblatt haben wir hier. So. Ich brauche noch das letzte Ding. Das ist das Problem. Das letzte Bruchstück. Wo finde ich das? Ah, ne, er kümmert sich wie um die Jagdgeschäfte, ne? Jagdgeschäfte. Genau. Dein Jäger Duck gab mir Fleisch fürs Lager. Das sind gute Nachrichten. Das wurde auch Zeit. Bring es zu Rachel, wenn du es noch nicht gemacht hast, okay? Okay. Mach ich dann sofort kurz bei Broga vorbei, aber mit dem können wir immer nicht reden. Dann Rachel. Wegen deines Lagers. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Gut, eine Sorge weniger. Hier, nimm dies. Du wirst es brauchen. Ich darf wahrscheinlich nie bei ihr rein. Ist ein langsames Gefühl. Hoch nicht. Mensch. Du hast doch bestimmt noch was reden, vor. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja. Du, das ist gerade ganz schlecht. Ja, dann gehe ich nicht mehr zum Lager in dieser Folge. Jetzt zum Bauernhof, sondern machen Cut. Bis dahin. Tschüss.